Moin moin, und da sind wir wieder bei Deus Ex Human Revolution mit einem Blick auf die Skyler von Montreal. So, dann bin ich jetzt halt mal gespannt, was uns hier erwartet. So langsam könnte ich mal wieder einen Händler gebrauchen. Mal sehen, ob sich hier hinten irgendwie was befindet. Nicht, dass wir hier verarscht werden. Und hier hinten die tollste Waffe schlechthin liegt oder dergleichen. Aber nö. Okay, das sieht nach dem Haupteingang aus. Unverschlossen, und hier hacken wir uns mal durch. Okay, direkt zum gegnerischen Server. Access granted. Uns wäre halt ein paar Stopworms oder so. Wir haben davon wirklich genug. Zeitung. So. Bell Tower. Jetzt können wir uns endlich mal mit einem Symbol verbinden. Terror weltweit auf dem Vormarsch. Die Zahl ernster internationaler Vorfälle mit terroristischem Hintergrund hat sich laut der UN-Sonderkomitees zur Bekämpfung des Terrorismus innerhalb des letzten Jahres mehr als verdoppelt. Die Statistik verzeichnet einen Anstieg der schweren Anschläge von 582 im Jahr 2026 auf insgesamt 1285 in diesem Jahr. Okay, ich habe endlich... Damit weiß ich endlich mal, dass wir wohl das Jahr 2027 haben. Vertreter privater Militärunternehmen wie Bell Tower Associates, Interguarda PLC und Sharp Edge Incorporation, die ihre globale Militärpräsenz in beträchtlichen Umfang ausgebaut haben, sehen diese Zahlen als Bestätigung der Notwendigkeit, im Kampf gegen den internationalen Terrorismus verstärkt auf ihre Hilfe zurückzugreifen. Kritiker der wachsenden Bedeutung dieser Privatarmeen weisen hingegen auf die kostenintensiven Probleme bei der Vernetzung privater und öffentlicher Sicherheitskräfte sowie die Gefahr einer Untergrabung demokratischer Gewaltenteilung hin. Als Antwort auf diese Bedenken schlägt der UN-Report die Gründung einer internationalen Antiterroreinheit vor. Ja, es ist ein Prequel zu Deus Ex. Riesige... Denn das kann man sagen, oder besser gesagt verraten, der Hauptcharakter, den man dort spielt, ist halt Teil einer internationalen Antiterroreinheit, die der UN unterstellt ist. In einem Wohnhaus in Brisbane hat die Polizei nach zweitägigen Gefechten ein riesiges Lager Handfeuerwaffen und Sturmgewehre ausgehoben. Den Behörden zufolge wurden dabei 8 pro-chinesische Rebellen in Gewahrsam genommen. Dabei war die Südaustralische Föderation erneut auf die Hilfe privater Sicherheitsfirmen angewiesen. Südaustralische Föderation. Irgendwie kann ich mir das immer noch nicht gut vorstellen. Munitionskapazitätsupgrade. Können wir auch gar nicht verwenden direkt. Okay, von diesen Kartons habe ich 2, da kann ich mindestens eine fallen lassen. Reicht das schon? Nein. Dann... Ich möchte den Kram behalten, den ich habe soweit. Vor allem die Energieriegel. Die Dinger bringen halt Geld rein. Aber wir sind jetzt wirklich nicht arm. Dann lasse ich das Ding hier fallen. Und schaue mal. Vielleicht verwenden wir das Ding ja doch noch. Haben wieder eins dabei. Und es steigert hoffentlich den Wert dieser Gerätschaft. Gibt es hier nichts anderes? Kein Seiteneingang? Es sieht zumindest gerade nicht danach aus. So, dann wollen wir uns hier mal durchschleichen.
Okay. Wirklich gar nichts. Sowas glaube ich in diesem Spiel nicht sofort. Aber anscheinend stimmt das. Pike ist... Oh, vielleicht können wir die endlich mal mundtot machen. Die geht mir so auf den Sack, diese Reporterin. Okay, kurzen Blick auf die Karte. So ist das Ding also aufgebaut. Wir wollen die Treppe, wie es aussieht, runter. Okay, gehen wir hier mal in einen der Büros. Credit Chip, sehr schön. Okay, Code Blue. Achtung, wir haben neue Befehle. Code Blue, die Lage ist kritisch und wir werden alle evakuiert. Mehr weiß ich auch nicht. Das Gebäude wird in Kürze abgeriegelt. Machen Sie sich bereit. Pikers Sicherheitschef? Nichts wie raus. Wir haben nicht viel Zeit. Nichts wie raus hier. Ich weiß nicht, was los ist, aber sie evakuieren das Gebäude. Parkbestimmung. Hallo Leute, ich muss euch wirklich darauf aufmerksam machen, dass in diesem Büro viele Leute arbeiten und wir alle feste Parkplätze haben. Seid bitte so nett und benutzt eure zugewiesenen Parkplätze. Bla. Falschparker werden abgeschleppt. Wurde dieses Gebäude evakuiert? Warum denn das? Synthetisches Denken. Die menschliche KI. Kann eine Maschine lügen? Erklärt das, warum das hier gerade so unordentlich aussieht. Und auch etwas leer wirkt. Kann ich dich ausschalten? Nein. Da scheint gerade wirklich niemand zu sein. Auch unten nicht. PDA. Und die Tageszeitung, die wir kennen. Da. Nein, bitte nicht. Wir erledigen alles. Trotzdem vielen Dank. IT Security Group. Ihm wurde geschrieben, ihr wolltet mein Passwort? Bitte sehr. Ich kann den Leuten in meiner Abteilung beim Einrichten helfen. Ich habe in der Abendschule einen Computerkurs belegt. Du bist ein Volldepp. Passwörter mitzuschicken, also... Naja, du bist der absolute IT-Profi. Du hast in der Abendschule einen Computerkurs absolviert. Das nehmen wir mal mit. Finde ich seltsam, dass hier... Jensen, something's not right. Ach. PIKIS is a 24-hour global news network. Why isn't anyone answering their phones? I'll get back to you on that. Weil es evakuiert wurde. Wir haben bloß noch keine Ahnung, wieso. So, okay, hier ist nichts. Kurzer Check von der Karte. Da hinten geht's dann nur noch runter. Ups. Ich kann nicht haben. Naja, im Moment halt keinen Grund, wirklich zu schleichen. Angerufen werden die Leute hier zumindest noch. Und ja, es ist seltsam.
wenn auf einmal, keine Ahnung, solch ein Großunternehmen hier. Ah, da hinten sehe ich doch mal eine Alarmtafel. Immer vorsichtshalber hacken. Kann nur Vorteile bringen. Access granted. Und sonst nur 100 XP. So. Auch nichts hinter den Druckern. Wo ist denn hier hinter, bitteschön, die angebliche Treppe? Check the emergency activation logs, Pritchard. I've got a sealed fire door here, and I suspect it's not supposed to be. All the building's fire doors are locked down, but you should have a clear path to room 404. Hm. Okay. Hat zumindest dieses Gespräch ausgelöst. Und es wäre eine Feuertür gewesen. Security Firewall. Ich traue diesem Ort hier nicht. Hier wird bestimmt gleich noch die Hölle losbrechen. Denn mit diesen Büroräumen lässt sich rein theoretisch viel zu gut verstecken und von Gegnern durchsuchen. Aber schauen wir mal, was wir hier so finden. Masche ist Suppe. Irgendwas in 30 Minuten. Und Mini-Meeting, bla. Ich kann kein Französisch. Sprachregelung. Ich wollte Ihnen nur einen kleinen Tipp geben. In Ihrem geplanten Beitrag über Taggart bezeichnen Sie ihn als Anti-Augmentierungsaktivisten. Versuchen Sie, diesen Begriff zu vermeiden. Pro-human ist nicht ganz so negativ belegt. Klasse Text. Hey Andrew, dein Artikel über die Unruhen ist großartig. Vor allem der Teil, in dem Seraphie Nero auf seine Elektro-Geige spielt, während Detroit in Flammen aufgeht. Grandioses Bild. Gehen wir heute Abend zum Spiel? Straßburg pitcht, das heißt, die Spurs gewinnt. Bist du dabei? Ist jetzt nicht unbedingt noch nicht verdächtig, nur weil die gerne Seraph Industries als bösen Buben darstellen wollen. Kann sich auch einfach nur darüber freuen, dass es läuft und die Verkaufszahlen erhöht. Deswegen sind die noch lange nicht Teil einer Verschwörung. Okay, händisches Hacken. Access granted. Bitte keinen Forum-Beitrag löschen. Hey Phil, kannst du bitte den Beitrag über dieses Cyber-Olympian löschen, in dem sie als augmentiertes Flittchen bezeichnet wird? Das ist ziemlich übel, Mann. Zugelassenes Vokabular. Hallo alle zusammen. Bitte denkt daran, das Lexikon der zugelassenen Begriffe und Formulierungen blablabla zu Rat zu ziehen, bevor ihr irgendwas auf offiziellen Servern in den Foren postet. Okay, es gibt also eine Whitelist für sowas. Interessante Frage ist, wer das denn jetzt wirklich vorschreibt. Wir haben Praxiskill aufgenommen. Ach Gott, haben wir wieder viele Punkte. Na, kümmere ich mich gleich drum. Solange hier noch nichts passiert. Belltower Link ausgefallen. Die Seite mit dem Artikel, der die Anschuldigungen gegen die Aktivitäten von Belltower in Australien zurückweist, ist offline. Bringt sie ASAP wieder zum Laufen. Und wieder zugelassenes Vokabular.
wir finden hier ziemlich viel Asche. Und ein PDA. Morris, hier sind die Passwörter für einige der Mitarbeiterterminals, die sie angefordert haben. Gut. Falls wir also Probleme haben beim Hacken von irgendeinem dieser Dinger. Modernisierung 9 oder EX. Hey Leute, wer hat Lust auf eine neue Modernisierung EX-Kampagne? Weltgröße gigantisch, Nation 12, Bündniszwang ja, Länge. PS, ich spiele die Deutschen. Also her mit den Tigerpanzern. Modernisierung 9. Was wahrscheinlich so ist eine Hommage an Civilization. Bitte. Mit Nationen spielen. Gibt natürlich noch andere Spiele, die das auch gemacht haben, aber wer ist da der Vater dieser Spiele? Civilization natürlich. Access Grant. So, hier was Wichtiges. Ah, wieder die eine Mail. Unsere Regeln haben einen Grund. Hör zu, JF. John F. Kennedy. Okay, an diesem Terminal arbeitet John F. Kennedy. Er wurde niemals erschossen, sondern nur auf Eis gelegt und in 2027 wiederbelebt und arbeitet als Journalist. Wir machen diese Besprechung nicht ohne Grund. Mit Presse oder Redefreiheit hat das rein gar nichts zu tun. Du bist ein sehr guter Kolumnist. Witzig, geistreich, ein bisschen verstörend, aber das ist eben dein Stil. Wie in aller Welt kommst du darauf, das wäre eine Kommission zur Beschneidung deines Rechts auf freie Meinungsäußerung? Das ist meine redaktionelle Besprechung. Du weißt, das ist bei uns eine Standardprozedur. Okay, die Verantwortung von Pikes ergibt sich aus der Tatsache, dass alles, was wir tun, die öffentliche Meinung beeinflussen kann. Diese Macht ist mit einer beträchtlichen Verantwortung verbunden. Ich weiß, das klingt klischeehaft, aber es ist so. So, sorry, da sind wir auch wieder. Bei den ganzen Telefonen, die in den Hintergrund klingeln, habe ich gerade gar nicht mitbekommen, dass hier das Telefon ebenfalls klingelte. Wo waren wir? Okay. Meinung verbunden. Ich weiß, das klingt klischeehaft, aber es ist so. Du kannst nicht einfach herumlaufen und irgendwelchen Unsinn verbreiten. Nenn es mal wegen Agenda. Ich betrachte es allerdings eher als verantwortungsvollen Umgang mit unterhaltendem Journalismus. Unsere Schatten-Imperium-Session am Samstag steht aber noch, oder? Web Awards. Hey Leute, nur falls du noch nicht wisst, zwei unserer neuen Websites, komm her, in erfolgreichen Kategorien für die Web 3.0 Awards nominiert. Blabla. Gut. Na, das nenne ich doch mal eine Entdeckung. Ob wir auch noch Elvis treffen. Oh. Aber dann fragt man sich, warum die denn bitteschön Elektroschockpfeile und so weiter dabei haben. Aber gut, warum nicht? Okay, hier sind wir wieder bei der Tür. Und oben war noch ein Lüftungsschacht. Ah, PDA. In der... beim schnellen Flüchten wahrscheinlich vergessen. Serverraumtürcode. Mail-Passwort, Bankkonto. Sehr schön. Das Ding können wir doch nochmal gebrauchen. Frage ist, kommen wir nochmal an ein Bankterminal? Okay. Hier einfach mal weiter. Looks like everyone left in a hurry, Pritchard.
Yeah. The place is deserted. Because somebody triggered a fire alarm and then silenced it. I suggest you find Miss Cassan quickly and get out of there. Das sollten wir tun. Aber alles zu seiner Zeit. Schnell heißt er nicht hektisch. Eigentlich vielleicht doch, aber scheiß drauf. Access granted. So, Sicherheitsvorschriften. Sämtliche Sicherheitstüren abhängig von der aktuellen Sicherheitslage aktiviert. Alternativrouten. Bla, nichts Interessantes drin. Mitarbeitertag. Hallihallo. Nächsten Monat steigt wieder zweimal jährliche stattfindender Mitarbeitertag. Fundome ein. Joe Bowling. Toll. Mitarbeitertreffen. Aha, Betäubungspfeile. Zack. So, gebe ich mir erstmal dieses Ding hier. Hier drin war ich doch schon. Hab aber Elektroschockpistole vergessen. Und anscheinend diesen Rechner. Cafeteria-Massaker. Okay, wer auch immer für dieses Experiment in Kühlschrank 5 verantwortlich ist. Ihr wisst schon, das Experiment, bei dem ein Roastbeef in ein empfindungsfähiges Wesen verwandelt wird, das nur den Empathie von Hirn und Töten kennt. Könnte sich der Schöpfer dieses Abscheulichkeit bitte ein halbautomatisches Gewehr besorgen und selbige abknallen? Ernsthaft. Machen Sie gefälligst den Kühlschrank sauber. Das ist widerlich. Wegen Panchaya. Hallo Robert. Tom hat mir eben eine Mail wegen dieser Panchaya-Geschichte geschickt, die wir letzte Woche besprochen haben. Ich denke, sein Ansatz könnte funktionieren. Erst hatte ich meine Zweifel, genau wie du, aber ich muss zugeben, dass er mich überzeugt hat. Wir könnten dadurch die offizielle Position von Pycos untermauern und unsere Sponsor würde sich über die zusätzlichen Klicks freuen. So hätte jeder was davon. Meldet euch einfach per Zeit. In welchem Büro stecken wir denn jetzt gerade? Ah, okay. Hier hinter. Gehen wir nochmal wieder rein. Und hier wären wir dann ein Level höher. Dup, 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 dup. Ja. Okay. Interessant, dass es diesen Weg gibt, aber notwendig ist er nicht. Wobei ich das gut finde, denn naja, die Schächte werden ja nicht dafür angelegt, damit irgendein feindlicher Agent verschiedene Möglichkeiten hat, durchzukommen. Sondern sie sind einfach da. Okay, das ist auch mein Nee, das ist ein Meetingraum wahrscheinlich. Probleme mit Elizas Garderobe. Hey Jenny, MDM möchte, dass Eliza einen Blazer aus ihrer neuen Herbstkollektion trägt. Haben Sie zufällig Ihre Maße? Ich würde sie ja schätzen, aber ich habe sie noch nie in Natura gesehen. Kein Problem, wenn Sie nicht kennen. Dann frage ich Sanjev. Standesbericht. Hallo alle zusammen. Das kommende Semester ist für Pycos besonders wichtig, da wir mit zwei neuen Website-Projekten an den Start gehen, unser Standing im Bereich der Suchmaschinen und Social Networking verbessern wollen, bla. Gut, danke, danke und lasst uns erfolgreich sein. Nichts Relevantes. Nichts, was uns wirklich interessiert. Wir wollen wissen, was mit Megan und Co. passiert ist. Und wo sich Eliza befindet. Auch wenn ich mir gut vorstellen kann, dass das wirklich ein Trick war, um uns in die Falle zu locken.
Panchaya, hey Doug. Ich melde mich nochmal wegen unserer Diskussion hinsichtlich eines Panchaya-Berichts und der damit verbundenen Risiken. Ich denke wirklich, dass wir eine Titelstory über die Anlage machen sollten. Das Ding ist riesig. Die Leute interessieren sich dafür. Ich weiß, dass du Augmentierung nicht in einem positiven Licht rücken willst, genau wie Wop. Aber das müssen wir auch nicht. Ich habe eine Freundin hier in Montreal, Judith Renaud. Sie ist eine anerkannte Soziologin. Ich glaube, du hast ihr Buch 10.000 Hours, also 10.000 Stunden, richtig? Jedenfalls hat ihr Wort Gewicht und sie wäre bereit, einen Kommentar zu der Thematik abzugeben. In ihren Augen spricht die Tatsache, dass die Anlage von Optus gebaut wurde und anders nicht realisierbar gewesen wäre, nicht für die Macht der Augmentierung, sondern liefert gleichzeitig einen triftigen Grund für deren strikte Regulierung. Panchaya zeigt also, in welchem Maße eine unkontrollierte Zulassung von Augmentierungen die Welt aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Sie vertritt ihren Standpunkt natürlich deutlich eloquenter als ich. Aber egal, ich weiß, das Ganze ist ziemlich heikel und so, aber wir müssen langsam über die Anlage berichten, sonst sanken unsere Quoten in den Keller. Denken wir drüber nach. Ich frage mich immer noch, was das Panchaya-Projekt sein soll. So wie ich es bisher verstanden habe, eine Unterwasserstation. Okay, das ist das zweite Büro. Dringend speichern. Hello, Adam. Zal tell you I was coming, Miss Cassan. Please, call me Eliza. Zal Yunru did not tell me. She does not know you have discovered this connection. So how did you find out? I have been watching you for some time. Ever since receiving orders to temporarily disrupt satellites over the Detroit metropolitan area 6 months ago. The night Megan's team was taken. You jammed their GPL so everyone would think they were dead. Yes. Although I only came to that conclusion later. I find my realization disturbing. I wish we could discuss this further, but it seems I have alerted them to your presence. If you leave now, you may be able to escape. Oh, I'm leaving. But you're coming with me. Ach, Hologramm. I am sorry, Adam. I truly am. Diese Eliza ist seltsam. Get out of there now! Tell me you saw that, Pritchard. Later! Right now, I'm detecting multiple radio signals converging on your location. It's a trap! We knew that. And I'm not leaving without Eliza Cassan. So find her while I look for a way to get downstairs. Okay, ich hoffe, die kommen jetzt hier nicht gleich rein. Nette Skyline. So. Downstairs. Ach, da hinten Damentoilette und so weiter. Okay, hier kommen wir wieder hoch. Könnte sinnvoll sein. Es ist eine gute Idee, von der oberen Position aus sich erstmal einen Überblick zu verschaffen. Schon mal das Betäubungsgewehr entsichern. 404 is clear. But he couldn't have gotten far. Don't be too sure. This guy's good. Well, if he's in here somewhere, he must be scared. I'm sure he didn't expect to see this much firepower. Yeah? Just let me catch that little snake. He'll quickly realize he's playing with the big boys now. Or the big girls. If she gets a hold of him. Wer ist sie? Zau? Drei Leute. Gefällt mir gar nicht. You got him? No, keep looking. Okay, probieren wir jetzt mal rauszukommen. You, get on the upper catwalk and take a sniper position. He's probably crawling around here somewhere. Let's get you some better sight. Searching next grid, sir. On it, you, sir. I want you to secure that exit over there. Right away, sir.
Okay, der Kerl, den können wir vielleicht mal auseinandernehmen. Der eine schaut nur da hinten, der dreht sich hoffentlich gleich mal um. Okay, du geh da lang. Okay, dann kommt der andere wieder. Unpraktisch. You got him? No, keep looking. Okay. It's clean down here. Got him. Hostile in the area. Got him in sight. Ach fuck. Ja, jetzt kommen alle. Nee, nee. Das muss jetzt auch nicht sein. Sagen wir jetzt nicht, dass sie mich hier einfach schon sehen. Wahrscheinlich nur, weil ich rüber geschaut habe. Was wäre denn hier für gut? Okay, wir können eine Zeit lang schleichen. Wir haben aber zu viel Energie, um dabei auch noch Leute auszunocken. You got him? Ja, irgendwo muss sie sein, das stimmt schon. Who the hell is... Okay. Scheiß drauf. Au. Jetzt kommen sie hier hoch. Au, au, au. Hostile is on the run. Autsch. Okay. Is someone hiding over there? Nein. Hostile in the area. Ach, fuck. Ja, ist auch gut so.